Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich aus Gilde Nummer 1. It's Rumble Time. Let's get ready to rumble. So, hör auf, los geht's, los. Wir kämpfen gegen Kronenberg World. Und ja, scheinen auch das jetzt hier wieder zu gewinnen. Und es ist ein Wahnsinn, wie das Ganze hier momentan läuft. Also mega geil. Hammer. Kevin R. 1833. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder hier den Peter, also zum Sexualkunde Peter machen oder die Mock Trial Louise. Ich mache den Peter zum Sexualkunde Peter. Und dann haben wir nämlich den da oben schon nochmal weg. Jetzt habe ich nämlich 44 Schaden. So, auch der wird jetzt gleich weg sein. Ich pushe jetzt erstmal von der Seite, dann sind wir schon mal bei 50 Schaden. Und das sieht nach einer glatten 100 aus. Jetzt bin ich bei 58 Schaden vorne. Jawohl. Und was soll jetzt noch großartig passieren? Nö, den nehmen wir nicht rein. Wir machen jetzt einfach noch die Louise. Bloß nicht auf den Kleiderschrank. Macht zwar jetzt keinen Unterschied mehr, aber trotzdem. So, und jetzt Scheinprozess, Louise. Ich will jetzt einfach die Karte rausziehen können, aber wenn schon, denn schon, wenn, dann machen wir es richtig. So, also gegen Kevin R. 1833 mit einer glatten 100. So, auf, los geht's los, ab ins nächste Match. Ja, das ist jetzt unser sechstes Match und ich glaube, ja, wirklich sagen zu können, bis jetzt, seitdem der Rumble-Algorithmus geändert wurde, unser stärkstes Ergebnis. Also, was wir, also Wahnsinn. Dark Panda 17. Und da müssen wir uns wirklich ganz, ganz groß bei einigen Leuten bedanken für diese, für diesen Wahnsinn. Wahnsinns-Rumble ist richtig geil diesmal. Also ich meine, der letzte war auch schon geil. Die anderen davor sind auch geil, aber der jetzt hier ist wirklich, also wir schlagen hier gerade Gilden dagegen. Die haben wir in der Vergangenheit nie eine Chance gehabt. Das ist unfassbar. Das ist schon fett, gell? Das ist schon fett. So. Dark Panda 17. Horse Camp. Kronenberg World. Nochmal eine glatte 100. Auf ins nächste Match. So, jetzt haben wir noch 8 Matches offen. Na komm schon. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So. Subju GBR. Was? Nee, GBR. Ja, sorry, da kommt dann der Unternehmer in mir durch. GBR. Subju G8R. Okay. Von Kronenberg World. Na, der war natürlich ausgerechnet jetzt auch noch die falsche Karte gewesen. Komm, wir spielen jetzt zuerst den Bobby und dann gucken wir mal, was passiert. Was spielt er als nächstes? Jetzt ist natürlich meine glatte 100, ist natürlich jetzt am Arsch, ne? 15, 17. Ja, das ist natürlich um einiges geiler, ne? Der Cadet Hill.
Aber ja, Moment. Ich kann jetzt hier über den Mr. Deliver mir die Punkte wieder zurückholen. Ja! Subju! G8R wieder mit einer glatten 100! Jawohl. Geilo. So, und es geht weiter. So, weiter. Und es könnte unter Umständen wieder eine 40K-Runde werden. Gegen Kronenberg World. Becky R47, Irac Lobster, eigentlich sollte auch dieses Match jetzt gleich schon richtig. Ja, auch Gott, mit dem Josh kommen sie. Mit dem Josh kommen sie. Naja. Und noch ein Josh. Das ist der Grund, Leute, warum ich diese Epics nicht mag. Also ich mag die ungerne in irgendwelchen Decks auch von unseren Mitgliedern sehen. Weil das ist das gefundene Fressen. Wenn so eine Karte rauskommt, dann weißt du eigentlich schon, ah geil, das ist eigentlich eine fast sichere 100. Und dass es jetzt nicht geworden ist, das hängt nicht mit denen zusammen, sondern hier eben, dass da plötzlich eine Karte war mit über 50 Leben. So, also was sagt uns das? Defense-Karten sollten auch da sein. Und die sollten auf jeden Fall über 50 Leben haben. Oder wenigstens über 40. 45 ist ganz gut. Sag ich mal, die meisten Kombos schaffen keine 45. Wie auch der hier wieder, der Diorama-Gene. Wie ihr seht, 44 kriegt er zusammen. Und da sind jetzt 58. So, und jetzt ist das Thema dann schon wieder durch. Oh, jetzt schafft er doch keine. Was war denn das? Das wurde angezeigt. So. Jetzt noch die Lila neben dran gegen den Wikinger Peter. Und jetzt haben wir natürlich die Situation da, die ich ungerne habe. Möchte echt ungern. Das sind 10 Stück. Na. Komm, ich mache es jetzt erstmal andersherum. Ich mache es erstmal so. Das ist gut gelaufen. Das ist wirklich gut gelaufen. Jetzt noch den Chicken Fight nebendran. Nur leider kann der sich jetzt da selber vorne nicht heilen. Der Diorama Jean. 88 leider nur. Das hat jetzt wehgetan. Scheiße. Keine 100 mehr. Na gut, davor waren es auch schon nur 99. So, also, jetzt haben wir 13 Punkte bis jetzt liegen lassen. Oh, jetzt wird es aber echt eng. Jetzt muss ich eine glatte 500 schaffen, um auf die 40k zu kommen. Fünfmal eine glatte 100. Ich will auch gegen auf 54. Das ist. Ja, fangen wir mal mit dem Bänder an, nicht? Fangen wir mal mit dem Bänder an und dann kommt der. Das reicht jetzt hier nicht, ne? Aber hier das durch den Animal BGE. Ja, und dann kommen natürlich hier. Jetzt kommen die 57, ne? Ja, gut, da müssen wir jetzt schauen. Hat natürlich auch noch ein Dale drin. Und selbst wenn das jetzt nicht gerade der stärkste Dale ist, er verteilt hier Punch und Revanche. Auch da wird es dann wiederum schwer. Ja. Aber 95 immerhin sind es geworden. Ja, jetzt wird es echt. Na. Ich krieg die 40k jetzt nicht mehr zusammen. Scheiße. Ah, du müsst jetzt viermal eine glatte 100. Ich meine, es ist doch theoretisch möglich. Rein theoretisch ist das noch machbar für mich, aber gut. Schauen wir mal. Also, ein bisschen Druck aufbauen beim Herrn Gleiche. Ein bisschen Druck aufbauen. Was? ESL oder ES1 da? So, ich könnte natürlich jetzt die Snot Rocket spielen. Das wäre die eine Möglichkeit mit Chicken Fight. Da hätte ich jetzt 45, aber auch nur aufgrund der Tatsache, weil ich zwei Kronen da drauf habe. Zwei Krönchen und das reicht dann auch, um da oben, ja, die Fugenpistole wegzubekommen.
Ja, dann machen wir hier mal den Kleiderschrank neben dran und dann kommen wir tatsächlich mit dem Bob noch und dann machen wir hier Bürgerkriege. Und ja, und wie ihr seht, jetzt ist das ganze Ding dann doch ziemlich klar gegen ES1 da. So, das dürften 99 sein. 98. So, drei Matches sind noch offen. Was hast du denn gerade gemacht? Machst du den Waschbär? 98 Punkte. Leute, Verdammt. Tina ist auch am Start. Und der Waschbär hat gerade den Waschbär gemacht. Nein. Doch. Nein. Mach nochmal. Guck den Waschbär. Das ist kein Waschbär, das ist, ich drehe am Rad. Oh. Also Waschbär. So. Tina in Köln nicht. Könnten Sie bitte wenigstens die zwei Matches noch warten? So. Sind Merci. Sie Waschbär gleich fertig? Ja. So. Also, dann. Oh, jetzt muss ich überlegen. It's not Rocket. It's not Rocket wäre. Chicken Fight. Und dann einen Bobby. Gegen Bootski. 97. Ja, jetzt ist das Thema sowieso durch. Jetzt ist es auch egal, ob ich jetzt noch drei Punkte mehr oder weniger mache. Jetzt völlig wurscht jetzt hier. Völlig egal. So. So. Noch zwei Matches sind offen. Ja, und dann haben wir gegen Kronenberg World auch gewonnen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt fast gar nicht mehr aus der Top 100. Also ich will es jetzt nicht herbeibeschwören, ja, ich will es wirklich nicht heraufbeschwören, aber ich habe das Gefühl, wir können jetzt gar nicht mehr großartig aus der Top 100 rausfliegen. So, jetzt lass mal überlegen, das sind 48. Oh, wie hoch ist der Bonus? 30%. 30% mit hinzu, das wären, das müsste eigentlich reichen. Her 30%, das gleich. müsste eigentlich reichen. Jawohl, was dann? Was dann, Herr Sofort? Was ist los? Hm? Was denn? Bin ich in die Kamera. Ich bin ja auch gleich fertig. So, du kannst ja gerne danach in die Leute, mein Kamera. Fell wird wieder anders sein. Schon wieder. Ja, letztes Mal war ich rot und Farbe war. Er hat jetzt gerade seine bunte Phase. Genau. Nee, ich habe So. gestern gefunden, wie man sein Fell anpassen kann. Und du hast sowieso so ein langweiliges graues Fell. Langweiliges grau-weißes Fell. Was heißt denn hier langweilig? Besser, nicht so gut Soll ich mir gemeint. hier die Farbbrambe ins Gesicht Ich klatschen habe oder gestern, was? wir machen mal ein Video, wo wir zusammen kompletten Chaos-Tiere machen. Also einmal ich als Tiger und Herr Gleich als Bär. Und dann machen wir mal so richtig Wer komische sagt das? ich und machen wir irgendwelche komischen, so richtig komischen Tiere, also blau, rot, grün, grün geht ja nicht, gelb, orange, so rot, also habe ich schon gesagt, rosa. Wir What? machen so ein komplette, so eine komplette Chaos-Folge dann. Die So. Da müsst ihr aber noch warten bis zum nächsten Wochenende. Also zu diesem Wochenende. Nein, das ist schon längst vorbei, ne? Das ist dann schon längst vorbei. Mann, Alter, mein Gott, ich muss in ja, meine du Vergangenheit. Ich lebe checkst immer in der das nicht. Vergangenheit, aber dann lebe ich doch in der Zukunft, aber dann lebe ich doch wieder in der Vergangenheit. Antichrist. So, und jetzt haben wir hier auch noch mal fast. Es könnte zu einer glatten 100 werden, eventuell. Müssen wir mal schauen. Gegen den Hector. Ist das letzte? Das ist das Letzte. letzte. Das ist das letzte Match. Gleich. Das letzte Match. Was? Du hattest irgendwelche Probleme. Was ist das letzte Match? Herr Waschbär. Das letzte Match. Sie haben da oben drüber sogar Ihre Karte. Ja. Ich Waschbär. stolz drauf.
Da, über die Waschbärkarte? Die hat mir mein Sohn gemacht. Wer ist denn dein Sohn? Weiß ich auch nicht. So. Glaubt, der heißt sofort oder so. So, Heißt also. Sofort und gleich gegen Kronenberg World. Das nächste Match, das wir gewinnen. Mega geil. Und die haben mit 43 Leuten gekämpft. Gut, es ist, wäre theoretisch drin gewesen, für die zu Was sind gewinnen. denn für Also mit normalen 7. Rang? Normaler Rang ist aktuell 85. 85. Ja. Und Schreib mal die jetzt. Top-Rank-Listen. Nee, das mache ich jetzt, jetzt noch nicht. So, also, jetzt gucken wir mal hier rein. Cuddly Weirhawk! Kalypso! Sensational Cuddly with 1000 with a perfect match again. Chris 88, 99, Abdem, unser Major aus Hesse. Killer hessisches Major. 988 Bounty, 986 Ricky. Spanish. 968 964 Junkhead, 958 Dietronic, 956 Burger Boy, 952 Neuzugang bei uns, also auch sehr, sehr starke Leistung in den ganzen Matches. Top das 950 The King, 950 Lord Ado, auch Neuzugang, auch sehr geile Leistung. Just a Player, auch Neuzugang, geile Leistung. 941 Mimo, 935, Brownie Nerv, 934, der Pate, 933, Michael, 920, Exame, 910, Ulrike K, 903. Mal hier, Ulrike mausert sich auch immer mehr, du bist stark. Homer J, 891, Jesse, 890, Sonja, 82, 884, Herr Gleich, da kommt noch was drauf. Gecko Moria 875, Nutty Nate 874, jetzt machen wir mal so weiter. Kings, Krankus, Spider, Strommi, Dennis, Robert, Manuel, K, Teklis, Apokalyptika, Thomas, Cookie, Eat Fresh Food, Amir, Palang, Anska, Henny, Dorina, Tularis, Jojo, Gamer Guy, Edgar, Santos, J-Style und Oli Z. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann tut mich sehr bei deinem Kommentar freuen. Bis dahin. Jo, Haut genau. rein und Macht's gut, bis dann und tschüss.